Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits. Wie ihr schon unschwer erkennen könnt, handelt es sich hierbei um Asterix. Für die PlayStation 1, weil da gab es ein paar Spiele, es ist nicht nur Asterix, sondern es ist Asterix Streit um Gallien. Ich gucke gerade mal, ach, 2000 ist das Spiel erschienen. Bevor ich jetzt mein Anfangsblabla mache, wähle ich jetzt einfach mal eine Sprache aus, weil ich glaube, danach kommt ein kleines Intro, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal. Nein, doch nicht, okay. Ja, auf jeden Fall, Asterix, wer kennt's nicht, wer kennt die Reihe nicht? Also gerade in meiner Kindheit oder beziehungsweise auch eigentlich, ja doch, eigentlich auch schon vor meiner Zeit, hat Asterix quasi die Kindheit vieler Menschen geprägt. Bei mir war es auch so, weil Asterix basiert ja auf einer Comic, also es ist ein Comic, es ist keine Vorlage, von den französischen Zeichnern und ich glaube, das sind nur Zeichner, der Goscinny und der Uderzo, oder wie die heißen. Vielleicht ist einer von den beiden auch ein Italiener. Ich möchte noch nichts vom Spiel sehen, bitte. 50 vor. Schnauze, das kommt gleich. So. Ja, auf jeden Fall, die Grundgeschichte von Asterix, für all die, die es nicht wissen sollten. Der rechts ist übrigens Asterix, da, den ihr jetzt am Ladebildschirm seht. Und links ist Obelix, sein Kollege. Die Grundgeschichte ist im Endeffekt, hier die Römer versuchen einfach Gallien einzunehmen. Und haben es auch schon fast geschafft, bis auf ein einziges Dorf. Bla. Ja, wie sich dann zur Wehr setzen können, weil sie halt den Zaubertrank haben, den Miraculix braut. Also innerhalb dieser Geschichte, dieses Asterix-Universums, gibt es halt eigene Persönlichkeiten, die halt alle anders sind und so. Ne? Also jeder hat seine eigene Rolle. Hier sehen wir zum Beispiel Miraculix, der Typ, also hier oben links, ne? Miraculix, der Typ, der den Zaubertrank braut und hier ein Römer und hier die Untergebenen des Häuptlings Majestic, so hieß er genau. Das ist Tuberdix, ein kleiner One-Gag eigentlich immer in dem Universum, weil der singt halt immer scheiße und das Dorf feiert, während er dann immer festgebunden ist, weil er halt nicht singen soll. Und das hier ist einer von den Piraten. Stimmt, Piraten gibt es ja auch, richtig. Ja, auf jeden Fall, Asterix hat in der heutigen Zeit immer noch einen Kultstatus, auf jeden Fall. Es kam, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit ein neuer Comic raus. War es das mit den Schotten? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Oder bei den Kelten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall nicht gelesen. Aber in meiner Kindheit, also eigentlich seitdem ich geboren wurde, hatten wir schon einige Comics von Asterix. Und ich habe die auch wirklich gerne gelesen. Noch besser fand ich allerdings die Zeichentrickfilme. Es gab ja, glaube ich, insgesamt... Och, du Scheiße. Ich rate einfach mal, dass es mittlerweile 8 gibt. 6 davon habe ich mindestens gesehen. Und der beste ist auf jeden Fall Erobert Rom. Also da wird mir jeder beipflichten, der die Asterix-Filme kennt. Erobert Rom ist der geilste Asterix-Film überhaupt. Den gucke ich auch wirklich heute noch gerne. Ich habe sogar die DVDs hier rumliegen. Ja. So viel erstmal dazu. Falls ihr nichts mit Asterix anfangen könnt, beziehungsweise falls ihr es einfach nicht kennt, ich empfehle euch wirklich, euch ein bisschen damit zu beschäftigen. Es gibt auch eine eigene Wiki-Seite für Asterix und so. Es ist eigentlich recht komplex. Es hat auch sehr viele Anspielungen auf aktuelle Themen, also zumindest in der damaligen Zeit. Das ist, glaube ich, seit den 70ern gibt es die Comics, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben immer so ein paar kleine Anspielungen gemacht, so jetzt, sei es jetzt kulturell oder politisch oder sonst irgendwas. Was halt schon eigentlich recht mutig war, will ich schon fast sagen. Gut, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das Spiel. Und zwar Asterix, Streit um Gallien. Es ist nicht das, wofür man es halten würde. Es ist kein Jump'n'Run. Also ich hätte jetzt natürlich gedacht, wenn ich so ein Spiel sehe hier so mit Comic-Figuren und so, das muss ein Jump'n'Run sein. Nein. Das Geile ist nämlich, vielleicht einige werden von euch höchstwahrscheinlich das Brettspiel Risiko kennen. Ja, und sowas Ähnliches gibt es hier auch, nur bei weitem nicht so komplex. Also wir haben hier nur ein Team gegen ein anderes Team. Es ist nicht, dass ich dann irgendwelche Intrigen will, dass dann irgendwelche Leute zusammenarbeiten und so. So, es ist einfach nur Gallien gegen Römer, oder Gallier gegen Römer. Und wir müssen halt zusehen, dass wir uns erstmal befreien und letztendlich dann den gesamten Bereich einnehmen. Aufgelockert wird das Ganze allerdings durch Minispiele und teilweise, wie ihr gerade auch schon gesehen habt in der Demo, durch Jump-and-Run-Einlagen. Was ich sehr geil finde auf jeden Fall. Ich habe das früher auch schon mal richtig gespielt, aber irgendwie hatte ich als Kind unfassbare Schwierigkeiten mit dem Spiel. Also ich kam schon über den Strategiebildschirm nicht hinaus. Ich glaube, mein Problem war einfach, ich habe die Grenzen nicht gesichert, sondern ich habe das immer versucht, alles gleichmäßig zu verteilen und damit habe ich einfach verloren. Weil ich habe es ungefähr vor einem halben Jahr behauptet, jetzt einfach mal nochmal gespielt und da lief das einfach super. Ich schätze mal auch nicht, dass es allzu lange dauern wird, das Spiel, weil ich bin,
an einem Abend fast durchgekommen. Und das waren 2,5 Stunden vielleicht. 2, 2,5 Stunden. Inklusive Raucherpausen und all so ein Kram. Aber es macht wirklich Spaß. Also ich stehe sowieso auf Risiko. Ich bin da meistens nur sehr schlecht drin, weil ich zum einen nicht die strategischen Fähigkeiten habe und zum anderen auch nicht das Glück, was man da durchaus auch braucht. Aber wir werden sehen, wie wir uns jetzt hier schlagen werden. Ja, ich denke mal, jetzt kommt das Intro, wenn ich aufs neue Spiel gehe. Ich wünsche euch viel Spaß. 50 vor Christus im letzten Dorf ganz Galliens, das die Römer noch nicht einnehmen konnten. Es ist fast an der Zeit fürs Mittagessen. Der Druide Miraculix braut gerade eines seiner Rezepte. Aber da fehlt noch etwas. Und die Sichel könnte auch mal ein bisschen Politur vertragen. Leider hat Miraculix die fehlenden Zutaten nicht vorrätig. Was machen wir denn da? Keine Frage. Asterix und Obelix sind die richtigen für diesen Auftrag. Ein Fass voll dürfte für das Rezept genügen. Zumindest, wenn Obelix nicht alles vorher auffuttert. Nun müssen unsere Helden nur noch alle Zutaten für Miraculix finden. Mit deiner Hilfe werden sie das sicher schaffen. So, die Aufgabe ist nun klar. Nur noch mal eine kleine Rückfrage an euch, weil ich habe mich diesbezüglich jetzt nicht wirklich informiert. Ich weiß, was die beiden Leute, Goscinny und Uderzo heißen, die jetzt hier Asterix zu verantworten haben. Mittlerweile gibt es natürlich neue Zeichner und so, weil einer von den beiden ist auch schon verstorben. Sind das? Ich glaube nicht, dass es Franzosen sind, oder? Hier spricht Miraculix. Ich brauche 7 Zutaten für ein neues Zauberrezept. Okay. Aber diese Zutaten sind über ganz Gallien verteilt. Versteckt in den Hauptprovinzen, die mit einem Turm gekennzeichnet sind. Um das Spiel zu beenden, musst du alle Zutaten finden und dafür sorgen, dass all diese Provinzen unter gallischer Kontrolle sind. Dein Startpunkt ist das gallische Dorf. Deine Reise wird kein Zuckerschlecken. Um eine Hauptprovinz zu erreichen, musst du kleinere Provinzen angreifen und besetzen und dir so einen Weg von deinem Startpunkt zu der entsprechenden Provinz bahnen. Natürlich halten dich die Römer während des Spiels ganz schön auf Trab. Und ihr werdet im Wechsel um Gallien kämpfen. So, okay, das war jetzt das Allgemeine. Ich weiß zwar, wie das Spiel funktioniert, allerdings... möchte ich euch das dann, bevor ich euch das falsch erkläre, lasse ich das lieber Miraculix übernehmen. Das ist jetzt auch nicht die Synchronstimme von ihm, die er sonst immer hat, also in den Filmen. Ja, auf jeden Fall, was ich jetzt gerade nochmal fragen wollte, Goscinny und Uderzo, waren das wirklich Franzosen? Ich glaube nicht, dass es Franzosen waren, weil die hören sich eher so ein bisschen italienisch an, finde ich, oder? Oder liegt es an mir? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall, das Spiel ist in verschiedene Phasen unterteilt. Also wie man sieht, dieses ganze Gebiet hier, was wir hier sehen, oh mein Gott, es ist so viel, müssen wir einnehmen. Wenn wir das geschafft haben, was danach passiert, weiß ich gar nicht so genau, weil ich habe es selbst noch nie durchgespielt. Also nur bis kurz vor Schluss. Und scheinbar, so wie Raphael mir es gesagt hat, scheint es am Ende noch ein bisschen knackig zu werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Auf jeden Fall, es gibt mehrere Phasen. Zunächst einmal haben wir jetzt, ich nenne es einfach mal, steht das, wie das heißt? Ich nenne es einfach mal Versorgungsphase, weil rechts hier seht ihr, 10 verteilen. Diese Kessel, das sind eigentlich quasi unsere Einheiten, unsere Einheitsstärke. Und wir können jetzt diese 10 Einheitsstärken auf unsere bisher vorhandenen Gebiete verteilen. Wir haben nur das Dorf, deswegen alles rein. So, schön 30 Mann. So, jetzt haben wir die Verstärkungsphase. Ich denke, da können wir, glaube ich, innerhalb unserer Gebiete... Oder ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Nehmen wir mal hier von 5. Hier sehen wir auch jeweils die Stärke unserer Nachbarn, so wie ich es mal nenne. Ah, komm, nehmen wir mal ein bisschen mehr. Nehmen wir 8. Das sollte eigentlich reichen, weil ich würde jetzt hier gerne diese Grenze hier sichern, die linke Grenze. Die westliche Grenze, entschuldigt. So, mit 8 greifen wir ein einmannstarkes Vor an. Schauen wir mal. Und, hey, einen haben wir verloren. Okay, mein Gott, ist nicht so schlimm. Das sollte eigentlich reichen. So, auf jeden Fall, wie heißt das jetzt hier? Okay, Verstärkungsphase. Okay, nenne ich jetzt einfach mal die Angriffsphase. Liebevoll. So, okay, das erste Gebiet ist schon mal unser. Das Schöne ist, wir sehen auch während der Kämpfe, müsst ihr mal drauf achten, was für Einheiten hier rausfliegen, weil, wie man jetzt sieht, ach, hau das Fass. Wir sind schon im ersten Minispiel, hey. Du musst alle Gegner besiegen und die Fässer zertrümmern, um das fliegende Fass zu finden. Spring auf und hol es dir, um den Level zu beenden. Um das fliegende Fass zu finden, okay. Ich hoffe mal, ich habe hier erstmal eine Übungs...
Sequenz, das fände ich ganz cool, weil ich weiß nicht mehr so genau, wie die Spiele funktionieren. Ich meine, es war erst ein halbes Jahr her, aber es war super spontan. Also ich habe auch schon seit so langer Zeit Bock auf das Spiel, ne? Das ist unglaublich. Natürlich nicht, okay. Okay. Ach, man kann auch rennen, okay. Ey, du Arsch. Ah, wir müssen das fliegende Fass finden. Ja, ja, ist okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ja, ich hab's gefunden. Ja, letzte Sekunde. Oh mein Gott, das war so knapp. Ich hätte noch gern ein bisschen Münze gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wofür es jetzt alles war. Wir hätten auf jeden Fall eine Energieleiste und der Römer hätte uns, glaube ich, auch töten können, so gesehen. Also nicht töten, aber er hätte uns besiegen können. Womit die Einheiten wahrscheinlich verloren gewesen wären. Und bei diesen... Ist jetzt mal gut da draußen. Bei diesen Arealen, wo es Minispiele gibt, würde es theoretisch genügen, würden wir, wenn wir da mit einer Person reingehen würden oder mit einer Einheit. Hey, wir haben einen Bonustrank bekommen, wie schön. Allerdings, je mehr Einheiten wir mitnehmen, umso besser ist es, okay. Umso besser ist es für uns, dass wir, ja, umso mehr Vorteile haben wir so gesehen. Wir hätten jetzt zum Beispiel mehr Energie gehabt oder mehr Zeit gehabt oder sonst irgendwas. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Verstärkungsphase, glaube ich. Jetzt können wir nämlich innerhalb... Oder warte mal. Nein, 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 Moment. Ich will das wieder zurückmachen. Moment. Ah, okay, alles klar. Ich will mal wissen, ob ich jetzt angreifen kann. Nee, kann ich nicht. Okay. Alles klar. Jetzt sind wir nämlich in der Verstärkungsphase. So können wir innerhalb unserer Areale die Einheiten hin und her schieben, wie wir Bock haben. Allerdings haben wir nur dreimal die Möglichkeit. Jetzt sieht man hier bei dem Finger rechts... Okay, noch zweimal. Aber da hinten brauchen wir eigentlich keine Einheiten mehr. Deswegen verstärken wir wieder unser Dorf. Weil ich befürchte, dass wir jetzt, wenn wir den Zug beenden, angegriffen werden. Du hast noch Verstärkung übrig. Möchtest du trotzdem fortfahren? Yo! Also viel erstmal zum allgemeinen Spiel. Also, es ist eigentlich recht simpel. Oh, ich kann nochmal 10 Zaubertrank verteilen. Oh mein Gott! Rein damit! So, dann schließen wir ein bisschen Richtung Osten auf. Aufbau Ost. So, es ist auf jeden Fall nicht unbedingt sinnlos. Gucken wir mal. Zwei sind da, okay. Es ist nicht sinnlos, immer ein paar Leute im Dorf zu lassen. Zumindest, solange man jetzt noch nicht sehr weit aufgeschlossen hat. Ich kann nur 3 Angriffe machen. Na gut, da brauche ich aber eigentlich keine Angst vor zu haben, dass ich von hier oben angegriffen werde. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal das Fort einzunehmen. Gucken wir mal. Ist auch ein Minispiel? Ja, Karnak. Ich glaube, das ist jetzt nämlich das erste Jump-in-One-Level. Finde den Mini-Hinkelstein, klettere die Felsen empor und weiche den rollenden Felsbrocken aus, um diese ländliche Provinz zu durchqueren. Okay. Mini-Hinkelstein scheint die erste Zutat zu sein, die wir brauchen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt wie ein Flitzebogen. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern wir hier überhaupt Einheiten verlieren können. Und ich glaube auch bei diesem Minispiel, je besser wir die abschließen, umso mehr extra Zaubertränke kriegen wir am Ende. Mit Obelix. So, Moment, erstmal gucken. Okay, so laufen wir. Mit Kreis springen wir. Also mit X gedrückt halten, rennen wir. Mit 4 können wir schlagen. Und ich meine, da ging doch noch irgendwie... Ah, wir können so ducken? Das wusste ich nicht. Ah, mit R1 machen wir so einen Powerschlag. Ganz ruhig, so. Es ist aber, also ich meine, ich finde die Steuerung immer recht gewöhnungsbedürftig, wenn ich das neu anfange, das Spiel. Ich meine, es hört sich an, als hätte ich ja schon... Was habe ich denn da hinten gesehen? Da, habt ihr dahinter gesehen? Hinter dem Stein? Da ist nämlich was. Aber ich weiß nicht, was es war. Irgendwas war es. Ich gucke nochmal hinter dem anderen Stein. Hier ist nichts. Das macht mich traurig. Oh. Man kann die Level theoretisch auch zu 100% abschließen, indem man alle Münzen sammelt. Aber nö, 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 das brauche ich nicht. So, jetzt kommt hier die erste Phase. Haha. Ja, komm, lass euch ruhig mal von den Steinen zerstören. Das ist echt kein Problem. So. Geht doch. Ach, genau. Das eine, was, glaube ich, hinter dem Stein versteckt war, war, glaube ich, Heilung. Natürlich. Jetzt, wir haben auch voll Energie. Vorsichtig, nicht runterfallen. Was ist das? Ein Pilz? Ah, okay, man muss es zerschlagen. Eine Münze. Danke. So. Oh, du musst ja auch drum rumlatschen, ey. Nur dick. Ja, was kann ich zu Obelix verraten? Er ist einfach stark. Also er ist ein bisschen, ja, man kann sagen, treu, doof, naiv und unfassbar stark. Was daran liegt, weil er als kleines Kind in den Kessel gefallen ist, wo Zaubertrank drin war. Und er möchte jedes Mal, wenn es Zaubertrank gibt fürs Dorf, würde er auch gerne was haben, aber er bekommt nichts, weil er halt schon als kleines Kind reingefallen ist und schon genug Dosis hat. Das sind, glaube ich, schon ein bisschen stärker, Leute. Hallo? Die Kaporski. Dankeschön. Komm, noch jemand? Hä? Wer will hier noch was? Du kannst doch mal bitte da bleiben, wo ich auch dich treffen kann. Hallo? So, tschüss. Ja, dieses Wegfliegen ist auch eigentlich so ein, immer auch so ein Thema in den
Asterix-Comics und Filmen, dass die Römer halt immer so unfassbar weit wegfliegen, wenn Obelix einmal zuschlägt oder auch der Asterix, wenn er seinen Zaubertrank gesoffen hat. Also im Endeffekt kann man sagen, Obelix stellt die Muskelkraft in dem Team dar und Asterix den Geist. So. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir irgendwo 100% haben, deswegen, ich versuche es hier einfach mal in dem Level, weil hier scheint es wahrscheinlich noch am einfachsten zu sein. Energie können wir mitnehmen, brauchen wir aber eigentlich noch nicht. Warum für eine Münze? Ich verstehe das nicht. Lasst uns kämpfen und siegen. Okay, nackter. Komm, lass dich treffen. Ha, ha. Jetzt schau ich dir auf die Moppe. Ey, sag mal, du mit deinem kleinen Käsemesser da, ey. So, okay, dankeschön. Kann man ja eigentlich auch irgendwie blocken oder so? Oder ist das Bücken so ein Blockersatz? Ich weiß es gerade nicht. Da hinten ist nochmal Energie. Also hier ist es alles noch recht... Moment, darf ich noch zurück? Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob es hier am Ende nämlich am Ende des Levels noch so von wegen Bonus gibt. Du hast alle Kessel eingesammelt. Das kann durchaus sein. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weil der erste auch so versteckt war. Ja, auf jeden Fall, ihr habt ja auch am Anfang gesehen des Levels, dass ich nicht voll Energie hatte. Und hätte ich halt mehr Soldaten mitgenommen, das ist halt einer dieser Vorteile, die es dann bieten würde. Dann hätte ich auch mehr Energie gehabt. Also bis ich halt eventuell letztendlich volle Energie gehabt hätte. So. Also ich werde jetzt nicht in jedem Level versuchen, alle Münzen zu holen. Keine Sorge. Aber hier, gerade im ersten Level, weil ich würde gerne wissen, was das bringt. Vielleicht bringt es mir halt wirklich einfach nur ein bisschen mehr Zaubertrank, also ein bisschen mehr Bonus-Zaubertrank. Ui! Weil ich kriege ja nach zu jeder Versorgungsphase kriege ich ja immer eine bestimmte Anzahl an Verstärkungen. Momentan sind es 10, also von Anfang an sind es 10. Und es ist, glaube ich, abhängig von den Dörfern, die ich besetze. Also kann sein, dass ich, wenn ich das hier erreicht habe, in der nächsten Runde schon 11 verteilen kann. Und noch mehr. Und ähnlich ist es halt auch bei Risiko. Risiko ist einfach, es ist einfach ein geiles Spiel. Also es macht mir richtig Spaß, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Runde Risiko gewonnen. Wobei ich auch noch nicht so viel gespielt habe, wie ich das vielleicht anhören mag. Das kann auch echt frustrierend sein, das Spiel. Haha. So. Oh, wir sind schon fertig. Auf jeden Fall, da kommt es dann eher auf die Kontinente an, die man besetzt, weil es ist halt wirklich die Weltkarte. Ist da noch was? Nein? Okay, gut. Dann hoffen wir mal, dass wir alle Münzen gesammelt haben. Hey! Und? Und? Bingo! Und? Jawohl! Perfekt! Okay. Alter! Okay, krass. Bei dem perfekten Ergebnis scheint es 13, echt 13 Bonustränke zu geben. Und das ist schon richtig heftig. Okay, das ist, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu tun, aber ich glaube nicht, dass es nötig ist. Das ist schon geil. Doch. Aber hinterher die Level, die werden noch ziemlich schwierig, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich an eins denke, der Raphael weiß schon genau, was ich meine. Hey, die erste Zutat ist jetzt in unseren Händen. So, jetzt können wir noch zweimal angreifen. Ja, ich glaube, ich gehe vom Dorf aus. Soll ich das Dorf lieber schützen? Ja, wobei, wenn ich hier ein paar abziehe, sollte eigentlich auch funktionieren. Nehmen wir mal 10 weg. Gehen wir mal Richtung Norden. Versuche mal ein bisschen das Dorf zu sichern, weil ich kann hinterher immer noch ein paar Einheiten verteilen. So ist das ja nicht. So, hervorragend. Das war, glaube ich, mit 2 verteidigt, oder? Nein, doch nicht. Ja, die können mich eh nicht angreifen. Das ist das Schöne, weil die haben überall nur eine Einheit. Und eine Einheit muss natürlich immer im Dorf bleiben. Also, beziehungsweise in dem Areal bleiben. Ist ja klar. Ah, ich könnte eigentlich noch eins holen, aber... Achso, ich darf nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ein bisschen traurig. Okay, da sind noch 12 drin, das sollte eigentlich reichen. Ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht sehe, wie das für eine Stärke die Gegner haben. Aber ich pack einfach mal 5 Stück nochmal hier rein. Ich weiß noch nicht, ob da wirklich irgendwo eine Gefahr besteht. Weil theoretisch müssten die sich ja selbst auch aufpowern können, ne? Also, nach Adam Riese. So, ein paar Mal da nochmal 6 hin, weil da gibt es mehr Angriffsmöglichkeiten. So, okay, das war's dann. Jawohl. Aber ich freue mich gerade einfach so richtig, das Spiel zu spielen. Es macht einfach so einen Spaß. Ich würde es am liebsten einfach direkt am Stück aufnehmen. Mit 2 Einheiten. Pff. Ja, greif nur mal an. Ist okay. Okay, ich habe 2 verloren. 3 verloren. 4 verloren. Ich habe 4 Stück verloren gegen 2. Und das meine ich. Ich habe immer so einen scheiß Pech. Okay, der kann auf jeden Fall verstärken. Ich habe immer so ein Pech beim Risiko. Echt. Und das ist zum Kotzen. Normalerweise hat der Angreifer immer den Nachteil. Ah, wie verteile ich das denn mal? Ja, das packe ich mal wieder hoch auf 10. Ja, ich kann jetzt, ich habe jetzt 11 Einheiten zu verteilen. Wie man es gerade auch gesehen hat. Okay, du wurdest nicht angegriffen. Aber ich packe, gebe dir trotzdem mal ein bisschen was. Und den Rest hier drauf. Weil ich würde gerne den nördlichen Bereich sichern. Komplett. Ich gehe mal aufs volle Risiko. Ich weiß, ich befürchte, wenn die das Dorf einnehmen, bin ich gearscht. Weil ich denke mal, dann habe ich direkt verloren. Ich fand es interessant, dass der Römer vor meinem quasi gefallen ist. Das finde ich sehr interessant, dass es funktioniert.
So, okay. Kommt mal da nochmal hin. Das, was ich gerade tue, ist wirklich riskant. Weil, Moment. Wobei, ich, vielleicht hole ich mir das auch noch. Versohle einen Römer. Es kann nämlich durchaus sein, du nimmst den Gegenstand, um genügend Römern in der vorgegebenen Zeit eine Abräumung zu verpassen. Was? Auf jeden Fall, ich sage euch gleich nochmal, was ich meine, weshalb das riskant ist. Weil theoretisch können die natürlich bei mir durchmarschieren, so wie ich es jetzt gerade tue. Weil Leute, beziehungsweise Areal, die jetzt nur mit einer Einheit verteidigt werden, die bringen halt nicht allzu viel. Und wenn er mit 5 Einheiten angreifen kann, dann mindestens... Ach, das ist das, okay. Tutorial, alles klar. So, willkommen zum Tutorial für Sohle ein Römer. Dieses Tutorial erklärt, wie das Spiel für Sohle ein Römer funktioniert. Schaut einen Kopf aus seinem Loch und drücke, wie unten zu sehen, die richtige Taste, um den Knopf zu treffen, um den Kopf zu treffen. Dies ist ein römischer Soldat. Für ihn reicht ein Treffer aus. Fomms. Das ist ein Centurio. Für ihn brauchst du 2 Treffer. Fomms. Fomms. Dies ist ein Legionär. Bei ihm sind 3 Treffer nötig. Zack, zack, zack. Diese Indifix, tu ihm bloß dich, sonst wirst du bestraft. Bam! Tu mal nichts. Ein Supermodus, wenn du ihn triffst. Klasse, du hast das Tutorial abgeschlossen. Jetzt bist du bereit für das Spiel. Okay, gut. Würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Du musst in 40 Sekunden 30 oder mehr Punkte schaffen. Sollte möglich sein. Okay, direkt 3. So. Na, falsch! Es ist auf jeden Fall sehr intuitiv, weil es ist immer die jeweilige Seite. Also Dreieck ist zum Beispiel dann der rechte Bereich oben. So, das ist zum Beispiel Dreieck und nach unten. Beziehungsweise das digitale Kreuz ist halt die linke Seite. Oh, ich will den Bonus haben. Ja, ich bin überfordert! 2. Ich bin echt schlecht. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich so ablose hier. Ja, es kann natürlich auch nur einen Stein gleichzeitig fallen. Ja, sonst unlogisch, ne? Weil nicht von der Logik her, dass ich überhaupt nicht irgendwie total zerfetzt werden von dem Winkelstein. So. Aber wir haben es aber schon geschafft. Aber ein bisschen Bonus-Zaubertrank wäre schon geil, ne? Ah, okay, komm. Du hast 5 Zaubertränke extra. Hey, gewonnen. Anderer Satzbau, egal. Auf jeden Fall ist das jetzt hier wie... Haute Lucas heißt das, glaube ich, ne? Oder Whack-A-Mole, glaube ich, in Amerika. Pff, keine Ahnung. Auf jeden Fall Hammer auf Löcher, wo Leute rauskommen. Mir ist gerade eine Flasche umgefallen. Das macht mich etwas traurig. Hey! Und schon haben wir wieder Verstärkung. So, das Problem ist nämlich einfach, okay, hier habe ich noch ein bisschen was, hier habe ich noch ein bisschen was. Das ist nämlich meine Schwachstelle. Falls jetzt hier von Karanutes Leute denken, oh komm, wir marschieren hier mal durch, können die locker hierhin. Das heißt, das können die eigentlich wirklich locker einnehmen. Und das ist halt auch sehr ungeschützt. Das ist halt dann nicht so praktisch. Deshalb werde ich hier nochmal ein paar Einheiten abziehen. Und werde ich einfach mal dahin packen. So, ansonsten sind die Flanken, die Grenzen sind eigentlich ganz gut geschützt. Ja, das passt schon. Ja, ich möchte trotzdem fortfahren. Mit 4 Einheiten, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. 3, 4, 5 habe ich verloren. Das ist so krass, ne? Das ist so krass. Auch mit einer. Komm, mach die 10 platt. Das ist aber wirklich das Schöne an dem Bonusspielchen, weil ich da höchstwahrscheinlich nie was verlieren werde. Also, wenn ich natürlich gut bin. So, okay, dann... Wie machen wir das jetzt am besten? Ich weiß es nicht. Will ich erstmal den nördlichen Bereich haben? Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Na komm, ballern wir erstmal alles hier rein. Na komm, ein bisschen was im Dorf brauchen wir schon, damit ich jetzt wenigstens ein bisschen verteidigen kann. So. Ich würde sagen, wir greifen dann... Ah, das Ding, das stimmt auch ein bisschen. Machen wir es einfach. So. So, hey. 7 gegen 1. Soll eigentlich kein Problem werden. Römer werfen. Okay, das schwierigste Spiel, wie ich finde. Stellt doch einen römischen Soldaten über die benötigte Distanz, um diese Provinz zu erobern. Und das, was ihr da rechts seht, durch die 7 Einheiten, die ich jetzt habe, habe ich schon eine gewisse, gewissen Teil der Leiste aufgefüllt. Und das bedeutet, dass ich ihn nicht ganz so weit werfen muss. Und hier muss ich auf jeden Fall trainieren, weil da hatte ich beim ersten Mal richtige Schwierigkeiten. Und ich glaube, früher auch meine Brüder. Die haben ja auch nicht so gut hinbekommen. So, Tutorial. Um zu gewinnen, musst du beim Römerwerfen die im Balken auf der linken Seite angezeigte Entfernung erzielen. Ich glaube, die Leiste muss voll werden. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Drücke schnell dann die 4-Taste, um den Römer herumzuwirbeln. Der Balken auf der rechten Seite zeigt deine Geschwindigkeit. Oh, ups, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ich das jetzt machen sollte. Ja, ist okay, komm. Dies ist ein 2. Versuch. Du hast 3 Versuche. Denk dran, den Römer in den dreieckigen Zielbereich vor Obelix zu werfen, damit der Wurf gültig ist. Okay, erstmal so. So, und jetzt? Du musst wahrscheinlich X drücken im richtigen Moment. Ach so. Oder? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Dieser letzte Versuch. Zeig, was du kannst.
So, Moment. Ich glaube, da muss ich X loslassen. Ja, okay, man muss dann X loslassen, alles klar. Wir haben es geschafft. Schön. So, das müssen wir jetzt auch nochmal schaffen. Spielen, okay. Versuch 1.